Totgesagte, so spricht der Volksmund, leben länger. Ob das im Fall von Reinicke Fuchs zutrifft, lässt sich zurzeit schwer sagen. Aber so viel ist sicher. Jetzt, in diesem Moment, da lebt er. Der Bauer hat ihn in einen kleinen Käfig gesperrt. Eigentlich hat er es verdient, denkt Reinicke. Nicht etwa, weil er einen besonders fetten Hahn, der allein und abseits seiner Hühner herumpickerte, gestohlen und weggeschleppt hat, damit Reinharda und die Kinder sich daran satt essen konnten. Nein, das würde er jederzeit wieder tun. Sondern, weil er so dumm gewesen war, auf denselben Bauernhof zurückzukehren und nach weiterer Beute Ausschau zu halten. Da hatte der Bauer schon Verdacht geschöpft. Tja, Dummheit gehört eben bestraft. Eine Weile war nichts geschehen. Reinicke hatte im Käfig gehockt und sich selbst bemitleidet, in der Hoffnung, irgendwie herauszukommen. Und dann, ja, dann pfiffen die Spatzen die Neuigkeiten von den Dächern. Seine gesamte Familie war ihm genommen worden. Seitdem hockt Reinicke in seinem Käfig, bemitleidet sich selbst und hofft, dass der Bauer ihm bald das Fell über die Ohren zieht. Aber, wie gesagt, jetzt, in diesem Moment, da lebt er. Was willst du denn? Dasselbe wie du, Fuchs. Das glaube ich nicht. Es sei denn, du wirst sterben. Ach du dickes Ei, ich will doch nicht sterben. Und ich glaube auch nicht, dass du sterben willst, Fuchs. Jetzt noch nicht. Vorher haben wir zwei noch was zu erledigen. Was haben wir zwei denn bitteschön zu erledigen? Kratzefuß. Ich bin das Hühnchen Kratzefuß. Und wir haben mehr gemeinsam, als du denkst, Fuchs. Deine Familie und mein Papa sind beide Opfer von Isegrim, dem Wolf. Das haben die Spatzen doch gesagt. Was, haben sie das? Na klar, mein Papa ist der größte und stolzeste Gockel auf dem Misthaufen. Naja, gewesen. Aber er war eben blind. Er musste es in den Wald verirrt haben und zum Fuchsbau. Dort hat ihn Isegrim entführt und aufgefressen. Deine Frau und deine Kinder sind ihm nach, um meinen Papa zu retten. Und dann, na, du weißt schon. Aber dafür will ich dir hier raushelfen. Und dann müssen wir uns an Isegrim rächen. Also, ganz so haben es die Spatzen aber nicht. Naja, also, wenn du es so sagst. Ich zieh das so oder so durch. Die Frage ist die, bist du dabei, Fuchs? Oder kneifst du? Ich weiß nicht. Wie würdest du das überhaupt anstellen wollen? Gut, dass du fragst.